Willkommen zurück gegen, zu unserem harten Kampf gegen Frankreich. So rum wollte ich sagen. Wie sieht's aus? Aha. Wir trauen euch nicht. Daher bietet ihr besser etwas Sinnvolles an. Waffenstillstand. Angebot abgeben. In Ordnung. Ich nehme euren Vorschlag an. Sehr gut. Noch etwas? Das ist gut. Erfreut. Das ist schön. Wie sieht's aus mit dem Bündnis? Sehr fordernd, hm? Handelsrechte? Ja, das scheint ein vernünftiger Vorschlag zu sein. Natürlich, bitte fahrt fort. Na, Bündnis wird nichts. Unsere Verhandlungen waren wirklich erfolgreich. Allerdings, sehr schön. Feindseligkeiten beendet. England und Heiliges Römisches Reich haben sich wieder lieb. Moment, jetzt will ich doch noch was den ausprobieren. Den Ort kann ich nicht erreichen, mein Herr. Darf ich gerade nicht. Aber natürlich, geht's jetzt? Nee, jetzt geht's auch nicht. Den Ort kann ich nicht erreichen, mein Herr. Okay, gut. Frankreich, ihr seid jetzt mein Hauptaugenmerk. Wie lautet euer Also Befehl? Lasst euch das gesagt sein. Antwerpen wird ihr belagert von mir. Uns fürchten. Wenn wir die Mauern überwunden haben, sind sie erledigt. Wir erwarten so. Befehle, Herr. Mit dir kann ich gerade nichts weiter tun. Kommt zum Kampf, ihr Feigling. Wir belagern hier schon schön. Zu euren Diensten. Ach, du bist ein englischer Kaufmann. Ich weiß nicht, ob ich dich nicht vielleicht lieber abziehen sollte, irgendwohin, wo du mir was nützt. Ja, mein Herr. Wir versuchen ich mal, werde es morgen früh ruhen. Dich hier lang zu kriegen. Wie sieht's eigentlich hier aus? Zu euren Diensten. Na gut, besser als überhaupt nichts erstmal. Ja, ich werde mit dieser Ressource handeln. Weil ich will den hier hinkriegen. Das ist jetzt schon 47 wert. Da will ich den unbedingt hinkriegen. Zu euren Diensten. Kaufmann können wir gerade nicht mehr bewegen. Wie sieht's denn aus mit unserem anderen Diplomaten? Wie kann ich helfen, mein Herr? Sofort. Aber lebt hier hinten überhaupt irgendwas? Ich kenne mich hier nicht aus. Gut, trotzdem, so weit, so gut. Wie sieht es aktuell mit den Finanzen aus? Na gut, meine Armee ist natürlich ziemlich teuer. Aber wie gesagt, ich brauche die auch. Vor allem gegen Frankreich, weil irgendwo hier ist ja noch die ganz große Armee, die wir noch stellen müssen. Da brauche ich jeden verfügbaren Mann und Gnade euch Gott, wenn wir Antwerpen erobert haben. Dann geht's euch Franzosen nämlich richtig an den Lack. Dann gehen wir an eure Städte langsam aber sicher ran. Gut, Runde beenden würde ich sagen. So, was gibt's denn? Rundenbericht, Produktionsstopp. Weiteres Merkmal erlangt, wer denn? Harold Robbins, ritterliche Herrschaft. Plus Ritterlichkeit, plus Autorität, na das ist schön. Ja. Rechtsklick zum Angriff. Marschiere stolzen Herzens in die Schlacht, Herr! Der Feind ist besiegt! Wir sind die Sieger! Ja, mein Herr, greife den Feind an! Ja, umzingle und belagere diese Siedlung! So, das ist doch schön. Die Belagerung geht weiter, mein Herr. Hier wird schön belagert. Wie viele Runden haben sie denn noch? 5 Runden bis zur Capitulation. Zu euren Diensten. Bin unterwegs. Ich kann die Überfahrt gerade nicht organisieren, deshalb musst du hier mal eine Handelsroute errichten, mein Freund. Zu euren Diensten. Zu euren Diensten. Du gehst mal nach hier. Ich werde mit zu euren Diensten. Und du gehst nach bin da. Bin unterwegs. Hey. Ja, mein Herr. Bin unterwegs. Blöder Penner. Okay. Ich bin Gottes Diener. Wieso habe ich noch einen Kardinal, bitte, wenn ich schon längst exkommuniziert wurde? Naja, gut, okay. Wir werden niemals aufgeben. Antwerpen, 5 Runden. Hamburg hier hinten auch ganz schön. Es ist nie das ist was, das würde ich gerne nochmal probieren. Mal angenommen, ich würde ein Bündnis mit euch wollen. Und würde dafür Hamburg an euch abtreten. Außerdem kriegt ihr von mir noch die Karteninformation? Und militärischen Zugang? Klappt das?
Das würde der Kaiser nicht gutheißen. Ich lehne ab. Ich hoffe, jetzt kommt etwas Nützliches. Okay. Ach Mann. Was für eine Zeitverschwendung. Naja, was soll's. Man kann nicht alles haben. Ich habe mein Bestes versucht. Aber natürlich, mein Herr. Wir wollen mal Richtung Italien. Vielleicht können wir da noch irgendwas klären. Was denn hier los? Weg blockiert, das ist ja ganz doll. Ja! Wie ihr wünscht, Kapitän. Zu euren Diensten. Ich gehe an Bord. Ah, was mache ich denn jetzt? Wohin geht es? So, den versuchen wir zurück nach England zu kriegen, unseren kleinen Händler. Hier oben sind wir beschäftigt. In York sind sie nicht besonders zufrieden. Hier bräuchten sie mal Truppen. Ich kann nur gerade keine entbehren. Müssen wir hier mal schauen, dass wir was drüber kriegen. Eure Befehle? Ja! Eure Befehle? Der kommt denn weiter? Ja! Eure die Reiter Befehle? Kommen recht weit. Ja, dann schicke ich euch natürlich. Mal hier lang. Bitteschön. Wir wollen ja die öffentliche Ordnung schön erhalten lassen tun, ne? Nächste Runde. Ich kann nichts mehr machen gerade. Zumindest nichts, von dem ich wüsste. Hallo. Papst Gregory ist tot. Ihr habt euch wieder versöhnt, England. Gute Nachrichten, der Papst hat einen Abgesandten geschickt, um euch davon zu unterrichten, dass er sich mit euch und eurem Volk zu versöhnen bereit ist. Nicht nur, dass das für eure frommen Untertanen eine Erleichterung sein wird, Aggressionen anderer katholischer Nationen gegen euch werden ab sofort genau geprüft. Mit dem Tod des Papstes tritt das Kardinalskollegium zusammen. Das ist schön. Kandidat. Wen haben wir denn? Na, dann nehme ich den. Papst Donatus. Na, das ist ja ein wunderbares Ereignis. Der neue Papst wurde gewählt, was möglicherweise von einer Veränderung kündet, wie die katholischen Kirche ihre Macht einsetzt und wie sie mit Europas Königshäusern umgeht. Dies sind schwere Zeiten für jene, die den vorherigen Papst zu ihren Freunden zählen konnten. Für die anderen ist dies eine neue Gelegenheit. Seine Heiligkeit hofft, dass noch Platz in den Flammen der ewigen Verdammnis für euch ist. Hä, was? Okay, das heißt wohl so viel wie, der kann mich nicht ab. Elender Donatus, elender Hund. Agent entdeckt, auch schön. Gut, 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 gut. Euer Wille geschehe. 4 Runden noch. Oh, die wollen Ärger haben hier oben, wie es aussieht. Ja, Herr. Ja. Ich kann hier nur gerade auch in keinerlei Richtung. Ja, Herr. Eure Befehle? Männer, marschiert! Diese Armee führt momentan eine Belagerung durch. Durch ihr Abziehen wird automatisch die Belagerung abgebrochen. Befehle, Herr. Marschiert! Die belagern beide das Ganze hier. Mein König! Na, das sind ja auch nur Truppen natürlich. Hier, zack. Oh, viel kann ich euch gar nicht geben. Was braucht ihr am dringendsten? Ja! Bitteschön! Wir können ja allgemein mal ein bisschen aufräumen. Hier, guckt mal. Die gehen weg, dafür kriegt ihr zwei volle Trupps ran. Mein König. Die gehen weg, hier haben wir auch noch einen vollen Trupp. Habt ihr jetzt noch irgendwas, was mega schlecht ist gerade? Hier, guck mal, aber die haben Erfahrung. Nee, das reicht so. Während ihr mal Jagd auf den macht. Wir schnappen uns mal den kleinen General, wenn wir schon mal hier auf der Ecke sind. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was ich noch für Truppen habe. Ich hoffe, ich habe nicht voll die Kackarmee. So, was haben wir denn? Wir haben hier ein paar Schützen. Die wollen wir hier hin machen. Bewachen-Modus.
Das ist doch eigentlich ganz nice. Das lassen wir auch so, wie es ist. Hä, als ob der Feind da oben ist. Habe ich ja gar nicht gewusst. Müssen wir uns mal schnell umstellen hier. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der Feind da oben sein soll. Zum Angriff, die können mich doch mal. Wir holen die uns. Wir haben mehr Truppen, wir haben bessere Truppen, wird schon. Und tut mir den Gefallen und killt bitte den General. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, wenn das passieren würde. Wir müssen weite Strecken zurücklegen, die sollen wir hinmachen. Die haben auch nur Schützen, sehe ich gerade. Dann ist das ja sowieso nice. Wir versuchen die so ein bisschen einzukesseln. Ah, die fliehen zurück. Wir müssen aber auch auf die mit drauf gehen, das ist das Problem. Was wir gerade sehen. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Ja, natürlich sieht sie das. Aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Problem ist, die können feuern, ne? Ja, die Armbrustlappen hier hinten, die können nämlich richtig draufdrücken. Deshalb müssen wir gucken, dass wir da schnellstmöglich hinterkommen, um die alle zu plätten. Den in den Rücken fallen. Okay. Hat gut geklappt, ne? Hat gut geklappt. Oh Mann. Kommt, das kann dauern. Hauen wir mal die 6 rein. Heilige. Wie die alle abhauen, die Schweine. Ja, wir kommen hier halt eben auch nicht raus. Die Schlacht ist vorbei, die sind im Rückzug. Das ist ein klarer Sieg. Schade eigentlich, ich wollte doch den Hauptmann killen. Schade, Schokolade. Frankreich hat das Geld, Herr. Das Geld abgelehnt, ja dann. Der Feind liegt besiegt am Boden. Wir waren siegreich. Haben wir gut hingekriegt. Ja, wie machen wir denn das jetzt? Was haben wir eigentlich hier hinten noch? Wir haben doch hier hinten noch den, ja, Lapinski rumrennen. Sofort.
irgendwo im dichtesten Walde. Dann hatte ich einen. Es ist mir eine Ehre, Herr. In der Richtung noch. Hier drum werde ich mich noch kümmern. Darum will ich mich kümmern. Hier wird sich eventuell drum gekümmert. Könnte natürlich auch eine heftigst große Schlacht werden hier, ne? So ist es nicht. So ist es nicht. Gut, Runde beenden. Ja, Frankreich will verhandeln. Wir haben ein Angebot für euch. Ihr solltet es annehmen. Waffenstillstand eigentlich, denke ich da gar nicht dran. Es sei denn... Ihr gebt mir, was mir gehört. No. Dem können wir nicht zustimmen. Dann, du haben verkackt. Dass dies nicht noch einmal passiert. Der will kämpfen, hä? Der will kämpfen. Dann kommt es jetzt zu einer fetten Schlacht. Zu einer richtig fetten Schlacht. Wir haben das Schlachtfeld gewählt. Lasst den Kampf beginnen. Na gut, dann wollen wir mal sehen, wie das Ganze klappen wird. Ich werde mein Bestes geben, Freunde. Mir ist durchaus bewusst, dass dies eine sehr, sehr wichtige Schlacht wird. Euch Bogenschützen möchte ich bitte erstmal hier wissen. Und keine Feuerpfeile benutzen. Danke. Gut, oh, wir haben noch mehr Bogenschützen, sehe ich gerade. Keine Feuerpfeile benutzen. Ihr geht dahinter als Notfalltruppe. Ihr dürft feuern. Okay, was haben wir noch? Dann haben wir noch die hier. Die packen wir in eine lange Linie hier davor. Während wir die mal hier hinpacken zur Sicherheit. Und die hier davor. Oh, was haben wir denn hier noch? Das sind ja auch noch einige. So, ich denke, damit sind wir ganz gut aufgestellt. Die Tierträger sind anfällig für feindliche Geschosse. Nee, echt. Sind nicht nur die Speerträger, glaubt mir. Wenn ich so einem Reiter hier einfach mal eine Bombe auf die Zwiebel hau, dann hat er auch Aua. So, lass die Schlacht beginnen, sage ich. Bogenschützen. Bauernbogenschützen. Naja, gut. Es wird eine recht spannende Schlacht werden. Meine Ballisten fangen an zu feuern. Haben die eigentlich Ballisten dabei? Scheiße. Meine Schützen fangen an zu feuern, das ist gut. Die arbeiten mit Feuerpfeilen. Es sieht bisher noch ganz gut aus. Ich glaube, weil wir einfach bei weitem mehr Schützen haben als die. Die arbeiten mit dem Feuerpfeil, was mir ja ausgeredet wurde von euch. Weil die wohl nicht so sehr genau sind und lange brauchen zum Nachladen. Okay, jetzt gibt es erstmal eine Nahkampfaktion, eine schnelle.
Okay, ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles in den Kampf geschickt, was ich in den Kampf schicken wollte. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Ihr zerschmettert den jetzt schon, die sind jetzt schon auf der Flucht, sehr gut. Du sollst nicht blöd rumstehen, du sollst kämpfen, mein Freund. Macht sie platt, die Franzmänner. Wir sind noch nicht fertig, vorwärts. Okay, das hat nicht so gut geklappt, wie ich es gern gehabt hätte. Bringe ich mal meinen General doch mit ins Spiel. Für die paar Truppen sollte der eigentlich noch wie geschaffen sein. Mir gefällt nicht, dass die uns so weit in ihr Land hier rüber locken. Aber trotzdem, die sind ja eigentlich alle relativ auf der Flucht. Holt sie euch? Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Die paar Reiter hier, die sind uns nicht gewachsen. Ja, ja, da habe ich euch in Grund und Boden geschossen mit meinem Bogenschützen, wa? So, knallen wir den mal voll in die Seite rein hier. Den müssen wir nach da, bitte. Oh, Mann, wie die auch laufen. Die hätten... Oh. Also manchmal ist es nicht ganz so leicht mit dem Spiel, muss ich zugeben. Oh, hier sind wir fertig. Plötzlich hatten wir gesiegt. Holt euch mal bitte die. Während wir von der Seite auch noch mit angreifen. Schnell, 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 die schießen auf uns. Treffen nur nicht besonders gut. Und rein da. Tja, seid am Fliehen, hä? Das ist aber schade. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Jo, das ist schön. Wir können die Schützen hier so ein bisschen umgehen, indem wir die noch ein bisschen weiter plätten. Immer schön rein hier. Wir machen die richtig schön platt hier, die Schützen. So, und jetzt schnappt euch mal die noch mit dazu. Und ihr greift die inzwischen an. Und die kriegen jetzt erstmal von zwei Seiten schön drauf. Jetzt auch noch von hinten, nämlich.
Los, rein in die Masse. Da freuen die sich drüber. Bei der Gnade Gottes. Sehr gut. Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen. Ohne ihn werden seine Truppen den Kampfeswillen verlieren. Und genau das ist es ja auch, was ich will. Mein Gott, ist das ein Franzosenabgemetzel hier. Seht, wie feige der Feind davonrennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Sind hier noch Franzosen unterwegs? Es sieht so aus. Tatsache, die wollen zu unseren Schützen hinter. Noch haben die nämlich leider ein bisschen was im Petto. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen gehabt. Müssen wir jetzt doch mit dem mal mitarbeiten. Aber meine Schützen rücken ja auch schon an. Da kriegen die Franzosen von da wieder eine ran. Die diese noch haben zumindest. So, und jetzt feuert die mal einen Grund und Boden. Woms, woms. Puh. Okay, ihr müsst euch mal zurückziehen. Da haben die Franzosen mich umgangen. Das war nicht gut. Unsere andere Hauptarmee, die braucht jetzt natürlich eine Weile, bis sie hier eintrifft. Zieht euch mal alle zurück hier. Und ihr feuert mal. Aus der Position raus könnt ihr nämlich ganz gut feuern, würde ich denken. So, und jetzt doch lieber zurückziehen. Los, feuert. Oh, hier wird geplänkelt. Hier wird sich geklöppt. Ah, die sind hier hinten, die zwei Trupps, und können schön feuern. Oh nein! Nehmt mal meinen General da raus, bitte! Ich glaube ja wohl, es hackt. Die kämpfen schon sehr gut. Meine Leute fangen an zu kämpfen. Weil die jetzt auch so langsam wieder einrücken hier. Das ist ein Wahnsinn. Das wird ein richtiger Überlänge-Part hier. Meine Güte. Ich kann ja jetzt schlecht sagen, nö, die Schlacht, die breche ich ab.
gerade, wo es so gut läuft. Komm, Regen in die Was? Warum? Unser General liegt erschlagen auf dem Schlachtfeld. Warum denn das? Och, meine Fresse. Ich hab den doch weggeschickt extra. Meine Güte. Als ob meine Leute jetzt... Nee, kein Bock mehr, ganz einfach. Unsere Feinde mögen diese Schlacht gewonnen. Was soll denn das? Ich hab langsam echt keinen Bock mehr. Wir beenden die Belagerung hier. Wir reisen morgen weiter. Wieso haben die denn meinen scheiß General auch gekillt? Ich hab die Schnauze voll. Ich hab für heute echt keine Lust mehr. Gilde verfügbar, London. Theologengilde. Toll, ganz toll. Wende die Feindschaft der Papst, okay? Ich würde ja gern, aber ich weiß nicht wie und ich habe jetzt auch keinen Bock, mich drum zu kümmern. Bis zum nächsten Mal, so.